Ich bin Bettina Manuela und da ich zwei Namen habe, sagen viele Freunde ganz kurz Bela. Welche Berufe hast du? Oh, ich habe viele Berufe, wenn man das so sagen darf. Ich bin klassische Archivarin. Ich habe dann ein PR-Studium und Journalismusstudium absolviert. Danach habe ich mich selbstständig gemacht und habe ein Schreibatelier mit eigenen Schreib- und Buchprojekten. Und jetzt bin ich freie Rednerin. Bist du ein romantischer Mensch, um es mal auf den Punkt zu bringen? Ich habe es gerne romantisch, aber romantisch und echt. Also so, dass man sagen kann, das ist genau das, was ich möchte und nicht, was man vielleicht macht oder was der andere schon gemacht hat. Also ich habe vor 5, 4 Jahren geheiratet und nochmal ganz, also eher so dieses, ja, romantisch in einer kleinen Villa, in einem ganz kleinen Kreis. Und es war genau diese Zeremonie, die wir uns gewünscht haben und die genau zu uns gepasst hat. Und das wäre so ein Wunsch, den ich an meine Brautpaare habe. Ich möchte keine Perfektion oder sowas, sondern das soll genau zu denen passen. Und die sollen diesen Tag, also da sollen Tränen fließen, da soll gelacht werden, da darf auch mal, was weiß ich, humorvoll ein bisschen über die Stränge geschlagen werden, aber es muss ihr Tag sein und das ist mir ganz, ganz wichtig. Was ist dir dabei so wichtig, wenn du mit Menschen zusammenkommst? Also, ich bin überhaupt sehr, sehr gerne mit Menschen zusammen. Ich bin sehr, sehr neugierig auf die Menschen und ich interessiere mich für deren Geschichten. Und ich finde, es ist für mich was ganz Schönes, wenn ich einfach jemanden zuhören kann und dann seine Geschichte anschließend erzählen kann. Das ist für mich wie so eine Art Geschenk, was ich demjenigen mache. Einfach mal Zeit nehmen für den anderen und zuhören. Nochmal was Persönliches. Gibt es irgendwas, wo du sagst, also die Macke habe ich schon lange und da komme ich irgendwie nicht drüber hinweg? Also was nie, überhaupt nicht geht, ist morgens nicht sofort den ersten Weg zur Kaffeemaschine. Das geht, also ohne dem geht gar nichts. Aber ansonsten Macken. Ich habe eine sehr unaufgeräumte Handtasche. Das ist also vielleicht eine Macke. Und ich schließe nicht gerne Türen ab. Ach. Und ich würde gerne was zu den Trauerfeiern sagen. Eine Trauerzeremonie zu begleiten, das ist für mich auch so eine Herzensangelegenheit. Ich möchte also diese Menschen durch diesen Tag, der für sie unheimlich traurig ist, da möchte ich sie begleiten. Und ich denke, ich bin ein sehr empathischer Mensch auch. Und was mir da wichtig ist, ist, dass dieser Mensch, der Verstorbene, dass der noch einmal sozusagen ein Mittelpunkt ist, dass man halt auf eine ganz liebevolle und auf eine sehr wertschätzende Weise sich von diesem Menschen verabschieden kann. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Und so möchte ich auch meine Trauerzeremonien gestalten. Also ich engagiere mich auch für ganz unterschiedliche Benefiz- oder karitative Projekte. Also wir haben vor kurzem jetzt dieses Kinderfest an der A gemacht für die Kinder, die von der Flut betroffen waren. Werte in meinem Leben sind vor allen Dingen Dankbarkeit und Wertschätzung. Und die möchte ich also nicht nur leben, indem ich was in eine Spendendose werfe, sondern indem ich mich halt auch für die Menschen direkt einsetze. Sag mal, schläfst du eigentlich auch irgendwann? Das fragen meine Freunde auch immer. Ich bin nach Hause gefahren und ich war so geflasht, dass ich zu meinem Mann gesagt habe, ich kündige morgen meinen Job. Ich war so, das war so, also das habe ich gesagt, das ist genau mein Ding. Ich träume nachts und ich wache nachts auf und schreibe Reden, ne?